Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tales of Terraria. So, was sollen wir zuerst machen? In die goldene Tür hineinspazieren oder danach trotzdem hier nach oben oder rechts rum oder wo wir waren? Ja, rechts rum. Ich musste gerade schauen, wo ich da gekommen bin. So, ich glaube, wir machen zuerst mal die Tür auf. Dann sehen wir mal, dass eine zweite Tür ist. Wow. Cool. Okay, ich schätze mal nicht, dass hier ein Boss drin ist. Aber Särge. Oh. Wow. Das war wohl die Schatzkammer des Königs. Von... Metallener Grabspiegel. Grabspiegel. Das ist irgendwie ein bisschen falsch. Aber ja, okay. Warum nicht? What a nice mirror. It's beautiful, opulent, but with an understated elegance. Yeah, you can just imagine the kind of person who would own this. For a relic like this to remain here untouched, this place must be entirely unlooted. Yes, Saray, we know you only have one filter for everything. I wonder if the person buried here is a woman. Yes, she's probably the one who owned that mirror. Oh. Oh, so this was a grave. I'll be putting this back. That's probably best. Hey, do Seraphim show up in mirrors? No. Well, usually not. But if we concentrate, we can make ourselves appear. Wait, so you mean even people with no resonance can see Seraphim that way? Somehow, yes. But that's great! You could use that to communicate with humans. That might be difficult. It takes enormous amounts of concentration just to show up briefly. Anything beyond that is impossible. No, that's a shame. Huh, so that explains it. People always whisper about ghosts that only show up in mirrors. Those had to be Seraphim. Yes. Sometimes, when we're putting makeup on, we accidentally focus way too hard and... Putting on makeup? Well, I mean, I am a girl. Oh Gott, also gibt's wohl Make-up hier auch? Alles klar, das Make-up ist ja schon sehr, sehr alt, so wie es aussieht. Okay, Kiste Nummer 1. 10.000 Gold, hab's doch gewusst. Um diese Höhe dann. Wow, schon wieder? Ja, ist hier noch mehr als Gold drin? Also, nicht, dass ich... okay. Alter, 60.000 Gold, jetzt bin ich ja reich. 183.000. Okay, ansonsten ist hier nichts, ne? Der Spiegel dürfen wir leider nicht mitnehmen und verkaufen. Wäre eigentlich gar nicht mal so übel. Aber das ist kein Spiegel. Und das sind drei Spiegel. Das heißt vielleicht, war sie eine Lesbe? Da ist eine Frau begraben und hier vielleicht eine Frau begraben. Wer weiß. Oh, machen wir mal. Okay, gibt nichts Neues. Dann machen wir uns weiter auf nach unten. Oh mein Gott, das ist so groß und weitläufig. Aber ich schaff das schon noch. Ich schaff das. Da hinten ist ein Gegner. Golem. Moment mal. Warum ist diese Kiste offen? Ich war doch noch nicht hier, oder? Nö. Warum? Bin ich da schon mal hinaufgelaufen? Im letzten Part? Ich hab's vergessen. Oh, Moment mal. Wir können ja hier unten durch die Gitter. Wohin führt uns das? Eventuell in einer Sackgasse. Also gehen wir einfach mal. Oh, ich hätte jetzt eigentlich auf die andere Seite gehen sollen. Da war ich nämlich sicher, dass eine Sackgasse wäre, aber... Eine Kiste! Und ein Zombie irgendwo. Was? Sonnenurlaub? Wie ist das Item? Sommerurlaub. Ich gehe jetzt in Urlaub und lege meinen Sommerurlaubsumhang an. Oh Gott. Ist da vielleicht immun gegen Sonnenlicht? Dass du dich nicht irgendwie verbrennst oder so in der Sonne? Wäre vielleicht eine... Schon wieder eine Kiste. 20. Oh Gott! Okay, dann hat es sich doch gelohnt, hier reinzugehen, um den goldenen Schlüssel zu holen.
20.000 auf einmal einfach so vor die Beine gelegt, oder vor die Füße besser gesagt. Moment mal, wir können hier durch, ne? Feuerzeug. 79 Fusionspunkte. Wow. Oh, schon wieder. Was ist hier? Ein Topazschwert. Oh, das ist sicher stark. Ich muss immer noch meine Sachen hier endlich mal ändern, um vielleicht, wie sagt man? Ja, diese Bonuspunkte vielleicht einmal erneut ansetzen. Weil, ja, ihr habt ja letztes Mal gesehen, dass hier Norman ist. Hallo! Hast du noch ausrichten mit offenen Fertigkeiten? Nicht ganz netten hübsch herrichten. Void. Wie siehst du aus? Okay. Oh, das ist vielleicht der letzte, der noch offen ist. Moment mal, ich muss das mal austesten. Oh nein, ich hab das schon, oder? Wo ist denn der Void? Moment mal. So, geh da rein. Das war doch ein ach so. Void. Okay. Zu wem sollte ich denn ihn... Ah, was mache ich denn? Ich bin verwirrt. Okay, Moment. Jetzt hör auf damit. So, okay. Wo soll ich es setzen? Wo soll ich es... Sorry. Ich versuch's mal an Sorry anzulegen. Ansonsten nehmen wir einfach... ein anderes Schwert und legen das an. Aber ich schätze mal... da ist was. Radius Ohrringe. Auf und davon, hopp. Da bin ich dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf mich zum Herrscher des Landes. Ich habe mal eine Frage. Wie ist der Norman hier raufgekommen? Der ist so klein. Hat er irgendwie eine Leiter geholt oder so? So, das ist jetzt mein Platz. Da kommt niemand hoch. Nein, ich schätze mal nicht so. Aber trotzdem, wie ist er da raufgekommen? Sachen gibt's. Okay, der ist auch zu. Moment mal. Nee, hä? Wo bin ich denn? Hä? Bin ich nicht von hier unten dran? Warum gehe ich jetzt nach oben? Wie bin ich denn jetzt? Hä? Wie bin ich jetzt hier nach oben gekommen? Ich bin... Ach du meine Güte. Moment, da drin ist sicher ein Boss. Ja, ist es. Ich habe Angst vor dem Boss. Er ist ein Zombie. Zuerst mal auskundschaften. Vielleicht gibt es ja was Spezielles. Nein, gibt's nicht. Soll ich einen Zombie versuchen? Ich habe Angst. Ich habe echt Angst, dass ich den verkacke. Auf jeden Fall zuerst mal, ne? Oi. Oi. Falsch. I think. So. Okay. Zuerst mal das hier ändern. Halbautomatisch. Okay. Soll ich jetzt... Das ist ein Geist-Zombie. Ich sehe ihn nicht. Wir haben einen Gegner. Nichts. Hat nur Widerstand gegen Artis. Also, nicht elementar. So, jetzt ist es raus. Keine Schwäche. Er hat nicht allzu viele Lebenspunkte. Aber er ist Stufe 44. Also auf jeden Fall bringt es mir jetzt gerade gar nicht allzu viel. Das ist nichts. Was ist es? Nichts. Was denn? Ja, nichts. Okay, ich muss meine SK-Punkte aufladen und jetzt kann ich wieder rangehen, um ein bisschen Damage reinzubringen. Mach nicht allzu viel Schaden. Okay, so. Ich habe sehr viele Treffer. Das auf jeden Fall. Nein, meine Treffer sind weg. Oh. Was hat er denn jetzt getan? Oh mein Gott, okay, nein, er hat verdammt viele Lebenspunkte. Oder einfach Verteidigung, wie blöd. Und ich habe das doofe Gefühl, der haut mich um, wenn er will. Oh Gott. Weil ich habe jetzt dementsprechend nicht allzu viel. Oh, 4000 sind schon weg. Also von dem her, nicht schlecht. Wie soll ich denn jetzt noch vorgehen? Gute Frage, was mache ich denn jetzt? Blocken jetzt alle? Nö. Das war, glaube ich, nur bei...
Oh, da habe ich gedacht, er will was machen. Oh, bei Tales of... oh Gott, wie ist der normal? Ich habe es auf der PlayStation Vita. Ich bin noch nicht allzu weit gekommen. Weil ich halt nicht allzu gerne an meiner PlayStation Vita spiele. Ich weiß nicht wieso. Aber mir gefällt es einfach nicht so. Ich bekomme irgendwelche Krämpfe in meinen Fingern, wenn ich an der Vita spiele. Auch wenn ich... Er macht was. Ich wollte ausweichen. Das funktioniert einigermaßen. Das trifft doch... Ich schnalle es nicht, was das macht. Ach so, ich tausche einfach den Platz mit dem. Oh Gott. Ich sollte am besten eigentlich... ein bisschen besser lesen, was meine Sachen so machen. Das hätte so vielleicht Vorteile. So. Mal ein bisschen Partner wechseln. Und, oh Gott. Ich will nochmal ein mystisches... jetzt wollte ich gerade selber schon amortisieren. Oh mein Gott, hat der reingehauen. Ich habe gesagt, der kann doch reinhauen, wenn er will. Weil es ist ein Nichts. Ich habe schon wieder keine SK-Punkte. Ich bin kacke. Okay, ich gehe mal ein bisschen raus hier. So, jetzt hau ich wieder rein. Da-dam, da-dam. Aber wenn es ein Nichts ist, wie kann man denn ein Nichts treffen? So, komm. Wie viel hast du überhaupt noch? Oh mein Gott. Also, er haut nicht allzu viel rein. Das auf jeden Fall. Aber er hat verdammt viel... Mach, dass du aus dem Weg kommst! Heile! Heile! Gut. Moment mal, ich kann doch bestimmt... Mach ein mystisches Atem, meine Liebe! Mach einfach was! Ich sage... Mach doch das mystische Atem! Muss ich jetzt echt wechseln? Der würde dann... Okay, mach kein mystisches Atem, bitte. Gut. Ah, das hatten wir schon mal. Levelaufstieg, 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 Levelaufstieg. Animale Kugel erhalten. Wieder mehr Lebenspunkte. Titel von Rose wurde hochgestuft. Cool. Was haben wir sonst noch? Neue Kampfaktionen gelernt. Okay. So. Das war's. War nicht allzu schwierig jetzt, aber. Boah. Wenn er mal angegriffen hat, dann hat's mal gebumst. Das auf jeden Fall. So, Moment mal. Ich bin vorhin auf diese Seite gelaufen, da war eine Sackgasse. Also laufen wir mal hier durch. Also der goldene Schlüssel, den haben wir gefunden. Wir haben jetzt ein böses Alien besiegt. Und ich schätze jetzt mal, da gibt's nicht mehr allzu viel, was wir hier machen können. Außer, Moment mal, jetzt muss ich schnell überlegen. Wodurch bin ich denn vorhin gegangen? Ich glaube nicht, dass wir hier durch sind, oder? Ich geh mal... Ne, Moment, wir sind ja Weihnachten vorbei. Oh mein Gott. Ja, ich arbeite in letzter Zeit sehr viel, weil wir halt sehr viel Arbeit haben. Und dementsprechend kann ich... Ja, ist mein Hirn nicht gerade zu 100% hier, wenn es hier sein sollte. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Weil wir kommen ja vorwärts. Ich rede einfach kacke. Okay. Ich habe deinen Papa getötet. Gerade vorher. Bist du jetzt böse? Ja, ich schätze schon, ansonsten würden sie mich ja nicht angreifen. Okay, Moment. Also hier waren wir noch nicht. Ich muss Augen offen halten. Da ist eine Sackgasse. Hier ist auch... hier ist keine Sackgasse. Open the door. So, jetzt ist mir aber... Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, was ich denn jetzt machen sollte. Soll ich jetzt extra wegen dem goldenen Schlüssel in alle Gebiete wieder reingehen? Wenn ja, dann würde ich eventuell einen heiligen Trank benutzen, damit keine Gegner da sind. Dann kann ich einfach durchlaufen und eventuell die bösen Aliens noch besiegen. Ich schätze jetzt mal, da gibt es noch einige, die noch nicht tot sind und gerne tot sein wollten. Und dann komme ich ins Spiel. Okay. Hier oben gibt es sicher auch noch eine Kiste. Boah, es gibt so viele Kisten hier. Das ist schön. Mini-Piercing. Ich hoffe jetzt mal kein intimes Piercing. So, auf die Seite. Komm schon. Nein. Boah. Gut. Ich hätte jetzt schon gedacht, er erwischt mich. Aber nein.
Ich habe mir genügend Öl über die Haut gestrichen heute. Da kann er mich nicht fassen. Okay, Moment mal, wie soll ich denn... ich gehe da durch. Ansonsten müsste ich dann alles wieder zurücklaufen. Und das ist nicht gut. Nein, Teleport, Teleport, Teleport. Sackgasse, Sackgasse. Er ist weg. Er erwischt mich. Nicht. Juhu. Aber da ist noch was. So. Da muss ich wieder zurücklaufen. Hier ist eine Kiste drin. Jawohl. Eine? Jawohl. Gut. Was haben wir da drin? Ne? Heiliger Trank. Zurücklegen. Nein, nicht zurücklegen. Wegwerfen, bitte. So. Weil das Gute ist halt, wenn man das Zeug hier wegwerft, kann es sein, dass nächstes Mal was Neues reinkommt. Das sieht böse aus. Bist du es auch? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht rausfinden. Lass mich einfach vorbeiziehen. Danke. Okay, Moment. Sind wir jetzt überall gewesen? Da unten war ja der Sarg. Da oben war Bum Bum. Und ich glaube, wir waren überall. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zurück. Yay. Ich schätze jetzt mal, in diesem Part werden wir jetzt noch rausgehen. Ich schätze mal, wir haben genügend Zeit dafür. Okay, Moment. Geht's nach... Ja, genau, es geht nach oben. Das ist gut. Dann sind das wirklich sozusagen eine Höhle mit zwei Abschnitten. Abschnitten. Schnitten. Milchschnitte. Oh. Hab ich gesehen. Ich hab's gehört. Ne, Moment. Komme ich hier überhaupt durch? Das ist ja ein Skandal. Ja, was mache ich denn hier? Da kann man ja gar nichts machen. Da ist gar nichts. Gar nichts. Was soll das? Ich kann nicht mal etwas prüfen oder so. Einfach nichts. Außer ein Gegner. Der ist nicht mal stark. Das ist... Hä? Also, an das bin ich jetzt nicht gewöhnt. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre was Tolles. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Ach nö, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Wodurch? Rechts. Na, das ist ja... Nee. Also ich bin mir unsicher, wie ich das machen sollte mit den anderen goldenen Kisten. Ob ich jetzt überall reingehen sollte und diese Kisten dann holen, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo diese Kisten sind. Aber es wird sich dementsprechend schon lohnen, würde ich sagen. Also wir haben es ja gesehen hier. Sehr viel Geld drin gehabt. Das ist schön. Weil diese Waffen, die werden schon ein bisschen teuer zum Kaufen. Greif mich nicht an. Kann ich da? Habe ich jetzt da? Nein, das war jetzt einfach ein bisschen verwirrend, weil sie gerade noch einen Fusionspunkt ergattert hat. Was auch noch ein bisschen verwirrend ist, ist, dass ich keine Schritte höre. So, Moment, geradeaus. Immer der Nase entlang und dann rechts abbiegen und dann links, oder? Ja. Okay. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt alle Goldkisten holen würde, dann würde ich sie sozusagen reinschneiden, was sich jetzt gerade dort drin befindet hat. Und ich würde dementsprechend auch einen heiligen Trank benutzen, damit die Gegner weg sind. Außer die ganz, ganz starken, die wir sowieso alle töten wollen, weil wir es können. In letzter Zeit. Am Anfang hatte ich sehr, sehr, sehr Mühe dabei, die Gegner zu töten, die halt, ja, stark sind. Jetzt gerade ist nicht gerade so schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Da geht's hier durch. Okay, so, Moment mal. Es geht, glaube ich, nicht mehr allzu lange. Da sind wir draußen. Ich muss hier rechts und dann wieder links. Lass mich immer schön Kreise laufen. Genau. Ich habe das Gefühl, das nützt ein bisschen, wenn man so Kreise läuft. Also Zickzack. Im Zickzack-Modus. Sorry, genau, der Name habe ich vergessen letztes Mal. Oh Gott. Ich bin alt. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich merke es. Von der Arbeit her. Und von den Erinnerungen, was ich vor 5 Minuten gerade getan habe. Oh. Oh, ich werde alt. Oh, Moment, 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 Moment. Hier war eine Tür. Da war doch eine goldene Tür. Irgendwo. War es im ersten Untergrund? Oder Untergeschoss?
Oder... Wieso hört er mich? Er hört meine Schritte nicht. Irgendwo war noch eine goldene Tür zum Aufmachen. Das weiß ich noch. Ich bin doch nicht so alt. Doch, eigentlich schon. Ich glaube, das war hier. Könnte sein, dass vielleicht nochmal ein Gegner hier ist? Wenn ja, da werde ich schnell rauslaufen, um zu speichern und werde da wieder reinkommen. Ich will nicht wieder vor Feuer abfangen. Okay, Moment. Ah, gut. Schon gedacht, hier ist eine Mauer. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Okay, Moment. Da drüben waren wir auch schon drin? Nee. Da waren wir... Moment. Ich komme da ja, glaube ich, gar nicht durch, oder? Ich kann es mal ansehen. Doch, ich komme durch. Aber wohin führt mich das? Ich war da... Ich war doch da noch gar nicht drin. Ich musste drin gewesen sein, ansonsten hätte es mir auch den Namen nicht angezeigt, mein Lieber. Okay, dann lassen wir es. Aber hier, diese Tür, können wir noch öffnen und es ist eine Kiste. Vielleicht eine goldene Mimik, wer weiß. Bis jetzt ist erst eine aufgetaucht und ich schätze mal, da kommt noch einer. Herr Frosch. Herr Frosch, was ist das denn wieder für ein Müll? Mude. Da so Ray ein Müll ist, dann geben wir ihn. Herr Frosch. Moment, habe ich überhaupt etwas Neues bekommen? Ich schätze mal. Nein! Da auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Ritterstolz, das sind die anderen Zeug hier. Feuermeiß. Nein, ich glaube nicht. Glaube nicht, dass wir was Neues haben. Darum lassen wir es einfach und gehen mal wieder an die frische Luft. Ja, oh. Kannst du wetten, ich komme in Kampf. Nur weil ich rausgehen will. Oder auch nicht. Yay! So, jetzt ist nur die Frage. Was schauen wir als nächstes tun? Wir können hier hoch? Gehen wir mal hoch. Jo, Aussichtspunkt Nummer 3? Ich glaube, es waren 3, oder? Oh, eine Kiste. Kiste! Traubengummi, das ist gut, das ist sehr gut. Oh, da unten ist noch eine goldene Kiste. Und hier gibt es, glaube ich, noch andere goldene Kisten. Kann ich hier runterspringen? Hallo? Nein, sieht nicht so aus. Das sieht aber schön aus. Man sieht so weit nach hinten und die Berge. Ich fühle mich zu Hause hier. Aber dass das Dorf einfach leer ist und nichts hier ist, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt schon gedacht, hier wäre irgendwie ein böser Alien, der auf mich wartet. Oder vielleicht kommt er einfach später mit einer Nebenquest zusammen. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es sicher noch rausfinden, weil ich alles mache, was wir machen können. Okay, Moment, gibt's hier was? Nein. Ja, ich versuche jetzt einfach mal zur goldenen Kiste zu kommen. Irgendwie. Aber zuerst, ich nehme jetzt mir einmal, wo bist du? Arcana-Trank? Okay, heiliger Trank. Ja, das war's. Nein, ja, benutzen. Gut. So, jung und weg ist er. Cool. Es nerven mich keine Leute mehr. Außer böse Aliens. Apropos böse Aliens, hier sollte auch noch einer sein, oder? Ich meine, in jedem Gebiet gibt's einen. Aber hier habe ich jetzt noch keine gesehen. Normalerweise sind sie in der Nähe von den Tigel. Aber dieses Mal... Nein. Heute nicht. Okay, Moment mal, da drüben ist... Wo ist denn jetzt die goldene Schatzkiste hin? Ah, da vorne ist sie. Und hier können wir noch hochsteigen. Waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder doch? Ich wurde hier, glaube ich, verfolgt. Da bin ich hier nach oben gelaufen. Dann habe ich da gesehen, dass das Dörflein da drüben ist. Ledergürtel. Das wäre vielleicht was für Dessel. Komm her, Dessel. Ich habe was für dich. Herr Frosch. Ledergürtel, wo bist du? Ledergürtel. Okay, nein, doch nicht. Oh mein Gott, das ist kein Leder, das ist... Magnesium? Wäre zwar ein bisschen blöd, wenn er dann baden geht mit Magnesium.
Aber ja, warum nicht? Wenn er sich selber in die Luft sprengen will, boah, kann er schon machen, wenn er will. Okay, Moment mal. Da drüben war doch eine Kiste und sogar noch Norman. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte die geholt gehabt. Aber nein. Komme ich hier durch? Nein, natürlich nicht. Alles wieder. Stimmt, Normans habe ich hier noch keiner gesehen, außer der andere jetzt. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, Leute. Wir holen unseren Freund zurück. Wir haben schon sehr viele. Ich habe es letztes Mal gezählt, aber ich habe schon wieder vergessen, wie viel. Aber ja. Sachen gibt's. Ansonsten sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Ob es da vorne ist, wieder so ein Kraut. Da komme ich ja gar nicht rüber. Ach Mensch. Ach so. Das war die Kiste. Ploppring. Yay. Ich habe einen Ploppring. Ich kann ploppen. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Hier kannst du einen netten Tipp herrichten. Demon. Wer braucht einen Demon? Das finde ich ein bisschen schade, dass man immer wieder da reingehen muss, um das Zeug hier anzusehen. Demon ist Wasser. Macht Sinn. Was macht sie überhaupt? Fähigkeit gegen Furien plus 12. 35 Chance, Wasserschaden in einen umzuwandeln. In 1 umzuwandeln? Was? Prozent oder was? Ah, ich versuch's mal Mikleon zu geben, aber schätze mal nicht, dass das funktioniert. Weil er schon alles vergeben hat. Sogar der Stab kann er. Oh. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf ich zum Herrscher des Landes. Und weg ist Demon. Und er gehört jetzt zu unserem Team. Yay! Okay, Moment. Da drüben ist noch ein Monolith. Das will ich haben. Aber wie kommen wir da durch? Moment mal. Sag mir jetzt aber nicht, ich hätte jetzt vorher hier hochgehen sollen und dann wieder hier runter und da wäre ich hier gewesen. Das heißt, da oben war mir noch gar nicht. Auf der anderen Seite, da kommen wir nicht hoch, ne? Wie komme ich denn durch? Ah, ja, wie ich es gesagt habe. Oh mein Gott, alles wieder zurück. Oder bin, ja, ich war doch, glaube ich, da, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich werde jetzt einfach noch auf die andere Seite gehen, falls ihr keinen Bock mehr habt, mir zuzuhören. Ich gehe jetzt mal hier zurück und gehe dann oben mal schauen, was da noch alles gibt. Es war ja nur eine Kiste und mehr eigentlich ein Monolith. Aber Monolithe sind, naja, immer wieder gleich, habe ich das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, ich habe das schon lange mal gelesen. Schon etwa 5-mal. Aber es kommt immer wieder. Aber es hat irgendwie geheißen, dass ich 90 Fusionspunkte bekomme, indem ich hier rumlaufe. Oh Gott, das wird schön. Auf jeden Fall, umso mehr Fusionspunkte man hat, umso besser wird, glaube ich, die Bonuspunkte-Zustand-Dingsbums. Glaube ich. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Okay, Moment. Da ist ein Speicher. Hab ich mich schon wieder verlaufen? Wo bin ich? Was zum Teufel? Wie komme ich denn jetzt? Hallo? Wo bin ich denn jetzt durchgelaufen? Was soll das? Ich muss da hoch. Warum? Hä? Wie komme ich denn jetzt da in die Mitte? Wo bin ich durchgelaufen? Oh mein Gott. Ich will nur noch raus aus diesem Gebiet. Es ist nicht mehr allzu viel zu machen hier. Da kann ich gehen. Außer noch eine Höhle erkundigen. Oh Gott. Stimmt. Diese Höhle. Und der Schmelztiegel, der ist ja auch noch hier. Oh. Moment mal, jetzt nicht verlaufen. So, jetzt geht's mal hier entlang. Und das ist auch der richtige Weg dazu. Hey, warte, was? Nein. Und hoch mit dir, hoch, hoch. Dass das Zeug nicht kaputt geht, ist unglaublich. Und das raschelt nicht mal ein bisschen. So, da können wir hier durch, da können wir hier runter, aber bevor wir hier runtergehen. Oh Gott, ansonsten wäre ich schon wieder hier hochgekommen. Und mystische Federmontur.
Ist das irgendwie so ein Umhang, wie Frodo immer gehabt hat? Der sich unsichtbar macht, wenn du ihn anziehst. Aber der macht dich einfach nackig. Okay, so. Wir haben die Kiste endlich erreicht. Für Biskuitkuchen. Yay! Noch mehr Essen. Oh, ich hätte gedacht, da wäre vielleicht was Besseres drin. Aber, oh, kann man vielleicht immer gut gebrauchen. Irgendwas zu futtern. Auf der Reise ins Abenteuer. Und da gibt es noch was. Elemente und Werte. Levelaufstiege erhöhen deine Basiswerte, aber der Gesamtwert der Erhöhung hängt von der Figur ab. Welcher Wert am meisten steigt, komm auf die Werte der Figur an und auf die Boni der Ausrüstung. Wenn du das kompliziert findest, denk daran, wenn du einen Wert erhöhen willst, erhöhe ihn zuerst durch die Nutzung der Ausrüstung und dein natürliches Wachstum erledigt den Rest. Das ist mir, glaube ich, zu viel. Nein, ich weiß nicht. Bin mir nicht ganz sicher, was sie da gemeint haben. Pfirsichgummi. Oh mein Gott, ich habe zu viele Pfirsichgummi. Ah, ich kann eine gebrauchtes gut. Pfirsichgummi. Weil die sind gut. 50% Heilung. Zack, zack. So. Gib her. Danke. Also. Jetzt müssten wir eigentlich wieder zurückgehen. Und zwar zu dem Speicherpunkt da vorne. Die Frage ist nur. Hier kann man natürlich nicht hochlaufen. So, Leute. Ich laufe jetzt mal offscreen nochmal zurück zur Witchwagwald, Nordwesten. Und da werden wir dann nächstes Mal weitermachen. Warum war da ein Speicher? Ach so, okay. Ja, da werden wir mal in den Witchwagwald gehen. Und bin mir jetzt nicht allzu sicher, ob es da noch weitere Durchgänge gibt, um in ein neues Gebiet reinzukommen. Ich bin müde. Wenn ja, dann werden wir eventuell der Schmelztiegel zuerst machen. Mal sehen, mal sehen. So, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Witchwagwald. Und dann, geht's wieder weiter ins Abenteuer. Wieder ein Wald. Oh, ich hoffe mal, er ist nicht so allzu groß. Wir sollten vielleicht mal mit der Story weiterfahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Story nicht mehr allzu lange geht. Aber, aber es gibt noch so viel zu erledigen und zu finden und zu... Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben sehr viel schon entdeckt. Ich denke mal nicht, dass noch sehr viel kommt. Weil ich meine, wir sind jetzt hier. Im Safgurtmoor sind wir fertig. Das war das Letzte und dann haben wir nur noch der Witchwagwald Nordwesten. Da sind wir eigentlich fertig. Weil mir ist jetzt gerade ein bisschen unbekannt, ob irgendwie ein Gebiet noch mehr hat. Weil wir sind ja schon hier unten. Wo könnten wir denn nur hin? Da waren wir auch schon. Westungsschlucht. Also wir waren, glaube ich, überall jetzt. Also. Ich glaube, wir waren jetzt überall. Wir können nichts mehr erkundigen, außer Witchwagwald. Schnüff. Okay, ist auch langsam Zeit, dass das Projekt mal zu Ende geht. Nicht, dass ich keinen Bock mehr habe, sondern jetzt bin ich doch nicht offscreen dahin gelaufen. Ich habe schon Bock auf das Spiel. Es macht sehr Spaß, muss ich sagen. Aber das Problem ist halt, ich muss mal irgendwann was Neues machen. Und, das Spiel geht sehr lange. Tut mir leid, ich habe Spaß am Spielen und ihr regt euch langsam auf. Macht doch mal weiter mit der Story. Und dann kannst du endlich mal Dark Souls weiterspielen. Oh Gott, das wird mir eine Freude sein. So, Leute, danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tales of Zestiria. Ciao, Leute.